Stippvisite von Bundestrainer Alfred Gislason. Hier im Düsseldorfer Fußballstadion wird am 10. Januar 2024 die Heim-EM eröffnet. Es ist noch eine lange Zeit bis dahin, aber... Schon im Hintergrund die ganze Zeit. Wir haben schon die Planung das letzte Jahr schon darauf hingerichtet. Und ich denke, dass wir alle schon da entgegenfiebern. Wir freuen uns natürlich riesig darauf. Aber ja, es ist ein Ziel, wo wir alle dahin arbeiten. Ne? Das Eröffnungsspiel im Fußballstadion vor über 50.000 Zuschauern. Das hat es so noch nicht gegeben und kann auch in der Theorie von Alfred Gislason ein Startschuss für ein großes Turnier werden. Ja, wir wissen natürlich alle, was für Dynamik entstehen kann in Deutschland mit so einem Turnier. Hat man 2007 gesehen und ich denke, dass alle Spieler sich riesig darauf freuen. Und für mich ist das natürlich als deutschen Bundestrainer auch ein Neuland. Ich habe 2007 erlebt als Trainer meiner isländischen Mannschaft. Aber das hier als, für Deutschland dann auf der Seitenlinie stehen, ist etwas ganz Besonderes, denke ich. Und man merkt das bei den Spielern, dass die alle sich sehr, sehr darauf freuen. Hier, wo sonst die Fußballer von Fortuna Düsseldorf den Rasen betreten, wird er zusammen mit seinen Jungs die Handballplatte betreten. So ganz vorstellbar ist das noch nicht. Ja, man versucht ja, sich das irgendwie vorzustellen, wie wird das aussehen. Und werden wir sehr weit weg von den Zuschauern sein? Oder wird das so sein, dass man wie mitten in so einem Topf steht und drumherum ist eine Wand von Zuschauern? Aber so richtig ein richtiges Bild kann man sich nicht machen. Da bin ich auch sehr gespannt. Und so wird es dann aussehen. Da, wo jetzt Strafraum und Elfmeterpunkt sind, werden Zuschauer Platz finden. Das Dach wird geschlossen und die Merkur-Spielarena in einen riesigen Handballtempel verwandelt. Das auf jeden Fall wird, wenn er so aussehen wird, also wirklich hammermäßig interessant zu sehen. Und ein komplett neues Gefühl oder neue Erfahrung für mich. Doch bis es soweit ist, stehen erstmal noch weitere große Aufgaben an, an denen Bundestrainer Alfred Gislason mit seinem Team hoch hinaus will. Zum Beispiel die WM im Januar in Polen und Schweden. Ja, natürlich ist die WM im Januar sehr wichtig für uns, nicht nur, weil es eine WM ist und wir wollen natürlich bestmöglich präsentieren, aber dieses Turnier ist extrem wichtig für uns, dass wir auch weiter zusammenwachsen, Erfahrung sammeln und das als, dass wir da dazulernen in Bezug auf 24. Aber natürlich ist es vorrangig eine WM, wo wir uns richtig gut für Deutschland präsentieren wollen. Und bis dahin wird der Handball in Düsseldorf noch etwas ruhen.